So, hey, Erfahrungspunkte für mich. 200%. Ja, damit. Gib mir diese nutzlose Axt. Wie sollte man jemals so eine Axt benutzen? Verstehe halt nicht. Ah, ich greife dich an, aber du kannst mich vorher angreifen. Was? Voll Spaß nicht. Okay, Eisen Großaxt oder Grobaxt? Großaxt. So. Krieg ich dich? Ja. Dann will ich dich kriege. Immer sagt mir aber, die Bosse sind und das Kapitel hier sehr viel schwieriger machen werden. Ne? Kannst du ihn schwächen, ohne ihn zu töten? Ja, das war massenkritischen Treffer. Ich kann auch mit dir angreifen. Möchte ich wieder hochheim, wenn du gekontert wirst. Noch ein paar Erfahrungspunkte. Im Gegensatz zu Anna hat John nicht so viel Möglichkeiten, irgendwie in den Angriff zu gehen, weil er irgendwie nichts abzieht. Okay. Uff. Ich habe noch meinen Schützen. Donk. Okay, sie hoch zu leveln ist ein bisschen einfacher, als ich gedacht hätte. Nicht schlecht. Oh ja. So, weiter geht's. Was haben wir noch hier? So, du bist ein. Ach, du bist ja gar nichts. Da haben wir ein Eisenschwert, Ritter, Schwertritter. Lanze, komme ich nicht hin, oder? Nee. Der Pegasus Ritter, nein. Dann gehen wir aber rüber. Wo komme ich da hin? Nee. Ist natürlich wieder einer. So weit entfernt. So. Ritter. Hier. Lass mich mal kurz meine Magie jetzt zeigen. Ich glaube, ich sollte meine Schützen verteilen, ne? Für den Fall, dass hier Pegasus Ritter kommen von allen Seiten. Bewegen sich noch nicht mal. So, ich will noch mit dem Hammer eher versuchen, ne? Ich glaube, mit dem Hammer wäre eigentlich nicht, weil der bricht mich. Panzerbrecher, genau. Mal hier rein, Panzerbrecher. Boom. Geschicklichkeit 5, aber ein Ritter ist nicht so. Ja. Ritter sind nicht so schnell. Habe ich mir überhaupt einen Ring gegeben? Ja, ne? So einen normalen Ring. Ich glaube ja. Okay. So, euer Verhängnis wartet auf euch. Ja, so total, nein. Das ist auch noch chillig. Also, ich habe ein bisschen mehr erwartet gerade. Den kann ich anlocken. Ich könnte die beide anlocken am besten. Mache ich glaube ich auch. Zack. Ich nehme an, so Grobwaffen sind eigentlich gut für die Gegnerphase, ne? Wenn
wenn man irgendwie hier so einen Charakter hier platziert zum Anlocken, ne? Und dann wird man so oder so als erstes angegriffen. Ein Schaden. Ich nehme an, dafür sollen die gut sein, ne? In der Gegnerphase wird man sowieso als erstes angegriffen. Okay. Oh, da kommen ein paar mehr. Sogar in das Heilding reingegangen. Warum? So. Oh, nein. Nein. Feuer. 50 Schaden. Also 2×25. Sie ist so krass stark. Buchpräzision. Schwertfertigkeit. So. Noch was oder eigentlich schon gleich? Ja, relativ schnell, ja. So, du hast einen Hammer, aber nee, also nicht. Warte, Dings hat einen Hammer. Ich glaube, ich gehe da rein, ne? Für Bewegung hast du 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, perfekt. Du hast ihn aber. Du hast ihn aber, meine ich. Ja. Dann müsstest du aber beide mal treffen. Und ich kann nicht hier reingehen und dich. Der ich kann nicht brechen. Protection. Oh, er. Oh, er tut ihn beschützen. Möchte ihn nicht einfach abschießen. So. Ich meine, einfachste, weißt du was, ich gehe einfach hier rein und mache dich platt. Mit ihr. Schon Level 10, aber egal. Das andere sieht ganz zu nervig aus. So, dann gehen wir mit der rein. Warum sollte ich das machen? Bis dahin, einmal Eisenschwert. Jetzt haben wir meine zweite Schwertkämpferin. Jemand drauf hat. Ich meine, sie hat auch ein Schwert, aber naja. Na, warte mal, wenn er Protektion hat, ne, dann sollte ich ja wahrscheinlich erstmal was anderes angreifen. So, okay, wenn ich dahin gehe, dann kommt der Weimarritter auf mich los. Eine Geschicklichkeit von 12. Und eine Angriffskraft von 28. 12, 28. Er könnte da reingehen und da tanken. Cool. Ich sollte mir vielleicht mal angucken, was ihre Dings kann. Der Ring. Bevor ich mich da irgendwie näher ran wage. Adelsrapier. Der ist von Lucina, right? Ich war der Ko. Die Einheit erteilt sich an Korbschlägen, so als sei sie ein Assistenteneinheit. Glaube ein Schwertangriff auf einen benachbarten Gegner. Alle verbünden innerhalb von zwei Feldern greifen den Korbschlag an. Uff. Das klingt sehr schmerzhaft. Und solange ich außer ihrer Reichweite bleibe, ne? Ich könnte Marv einsetzen, ne? Ich könnte dann hier reingehen, den Rapier benutzen.
So, ich gehe hier. Nee. Der trickt mich aus, ey. Okay. Sie kann nichts anderes machen, außer vom Weiten angreifen. Von daher. Aber wenn ich Glück habe, kriegt sie einen Kill. Alle kann ich nicht. Kann ich mich hierhin bewegen? Hierhin kann ich mich bewegen, ne? Oh, sie macht den aber alle. Mal 100% waren nach wegen den Koop-Schlägen, alles klar. Aber man kann mehrere haben, man kann mehrere Koop-Schläge haben. Da ist broken. Ich glaube, ich werde ein Imbiss aufmachen, um all meine Arbeit harte Arbeit den Kreimbelohnung. So, perfekt. Jetzt kann ich sie hier platzieren, wieder aufgeladen. So, ich kann mich nirgendwo hin bewegen, dass ich erstmal so normale Leute hier anvisieren kann. Sie wollen die mich ent die, wie heißt noch mal dieser eine Anime? Ich bin in einer neuen Welt irgendwie wiedergeboren worden, aber meine Mutter auch oder irgendwie so. Oder meine Mutter macht mit ihren 2 Hitschlägen 4000 Schaden oder irgendwie so was. Die sieht doch irgendwie genauso aus wie die, ne? Wie die Mutter. I got reborn in another world, but my mom does like, I don't know, over 9000 damage with a 2-Hit-Combo oder irgendwie so was. Da gibt's doch irgendwie so eine Anime, oder? Boah. Ich glaube, da guckt sich Fire Emblem ein paar Sachen ab. Überrascht mich aber nicht. Fire Emblem Fates gab's wortwörtlich einen Charakter, der aussah wie L. Von Death Note. Also wortwörtlich, nur halt mit, weil nicht andere Klamotten und ja, Farbe kann auch variieren, weil da gab es so eine Funktion. So, weißt du was, ich mache jetzt einfach den hier. So, boom. Jetzt hat der den Angriff hier abgefangen. Jetzt kann ich hier reingehen. Zack. Bruch und noch einen drauf. Warte mal. Okay. Ich muss schon sagen, nicht, dass einer von denen irgendwie den Platz da blockiert. So, jetzt gehst du da rein. Und da soll Alfred, hol du dir mal den Kill vielleicht. Das ist aber ein bisschen riskant. Warte, 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 warte. Nee, kann ich nicht. Ich kann mich da oben hin bewegen, aber geht nicht. Irgendwie hat Gefühl, Etty hat es irgendwie schwieriger zum Leveln. Deswegen gehen wir mit ihr rein. Da. Pferd so hart getroffen, hat er von seinem Pferd runtergefallen. So, dich kann ich mir leider nicht nähern. Du wirst ja wohl ja niemanden töten, ne? Mit deinen neuen Schaden. Ich glaube, das Beste, was ich machen kann, ist irgendjemanden hier hin platzieren, ne? Für die Ausweichung und aber dann bin ich die Reichweite von allen, ne? So, ich glaube, ich habe so eine ungefähren Plan, was wir machen. Ich meine, die können natürlich auch auf mich loskommen. Ich weiß es nicht. Hey! Opa! Mein Bogen! Kannst du es eigentlich wagen? Kannst du es eigentlich wagen, mir ins Gesicht zu schlagen? Mein Gott, sie macht ihn fertig. So. So, ich glaube, was ich machen werde, ist, ich muss erstmal mit ihr
mit ihr hier nach unten gehen. Sie kann sich hier um diese... Ach, sie ist ja gar nicht um Pegasus. Nein. Ja. So oder so, sie wird die erste sein, die ich hier trigger. Außer ich gehe auf sie los. Und sie macht irgendwie gegen männliche Charaktere mehr Schaden, oder? Kampf Ausweich minus 20 zu. Also ich könnte ihn, das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Ich könnte ihn hier bewegen. Dauert jetzt noch ein paar Züge, aber warte mal, was ist deine Fähigkeit noch mal? Nachbar dafür plus 3 schon allein minus 1 Schaden. Geh du mal da oben hin. Stellt sich direkt neben ihn. Protektion könnte ich ja eigentlich auch noch einsetzen, ne? Wenn wir vielleicht erstmal um den Gegner da kommen, der da noch steht. Keine Ahnung, sind seine Werte gut? Ich weiß es nicht. So. Hau du mal ein bisschen drauf. Zack. Zack. Anna. Ich weiß übrigens nicht, ob ich ihren Namen Anna oder Anna aussprechen soll. Oh, 1% Crit Chance. So, oh, mehr Magie, cool. Langsam habe ich so das Gefühl, die Level-Ups sind ein bisschen beeinflussbar mit den Ringen, die ich denen gebe, ne? Also entweder hat sie Magie als Wachstum oder Mikaya hat ein bisschen da geholfen mit dem Magiewachstum. So. Sie muss auch da oben hin, genau. So, aber ein Schwertkämpfer mal kurz nach oben. Und ich kann nicht einfach mit einem Pegasus-Ritter da reingehen, weil die alle so Immunitäten haben gegen fliegende Einheiten, gegen effektive Angriffe. Das ist das Einzige, was ich eigentlich machen kann. Ach, ich komme gar nicht dahin. Nein. Ich sehe gerade, da ist ein Loch. Boah. Dann komme ich ja gar nicht dahin. Das gibt's jetzt nicht. Ich will das abstellen. Möchte ich hier vorbeischleichen? Ja, ne? Okay, mach mal so. Bis dahin. Du bist dahin. Dann regnen wir alle Bündnisse auf die ein, würde ich sagen. Das wüsste ich jetzt nicht, was wir machen. Aber ich habe so das Gefühl, sobald ich ihn trigger, habe ich gerade sie gesagt, ich meine ihn, dann werden alle anderen Auge triggert, ne? Ich bezweifle, dass es so einfach ist. Ja, verdammt. Egal. Kann ich noch um Stunden an die handeln? Nee. Kannst du noch um Stunden handeln? Okay. Das ist wie im Fire Emblem Fates, wo du irgendwie herausfinden musst, was du als nächstes machen musst. So. Ach. Okay. Du mal da, ich muss dich in der Nähe bewegen, wegen mehr Schaden und so. Sie hat dir für ein paar P. Kann das schon wieder sein. Auf jeden Fall auch HP. Hi. HP, Mann. Das ist doch voll wahnsinnig. Oh, ich nehme an, die bewegen sich echt nicht. Außer... So.
28 Angriff. Du hast, du wirst mich nicht doppeln, weil man braucht 5 mehr Geschicklichkeit, ne? Doppelter Angriff, wenn mindestens 5 für als Gegner Geschicklichkeit des Gegners. Ja. Tu mich die Stahllanze runter. Ja. Na gut, dann. Das Einzige, was ich hier machen kann, ne? Gehst du hier hin, du stellst neben ihn, damit du ihn ein bisschen hochballerst, so vom Schaden her. Sie kommt hier hin. Das Problem ist, ich bringe das was. Ich dich so bewege, ist das auch ein Koop-Schlag? Ich weiß es nicht. Warte mal, hast du nicht. Sind im Umkreis von 2 Feldern, 2 weiblich verbündete benachbart. Allein die Einheit minus 2 Schaden im Kampf. Oh, warte mal, 1, 2. Ah, perfekt. Du bist doch ein Mädchen, ne? Ja. 1, 2, perfekt. Noch weniger Schaden. So, dann. Ich meine, du bist zwar nicht effektiv, aber du machst trotzdem viel Schaden. Von daher, ein da. Und ich glaube, wir sind eigentlich gut gewartet. Komm her. Los. Bring it. Nein, er bewegt sich nicht. Das gibt's jetzt nicht. Ah, das heißt. Das heißt, sie wird wahrscheinlich hier. Sie muss wahrscheinlich getriggert werden, ne? Oh mein Gott. Wie soll ich denn das machen? Sie macht. Wie macht sie? Magischer Angriff 16. Warte, was? Das ist auch voll schwach. Fortgeschrittene Feuermagie. Magischer Angriff. Oh, sie hat eine Magie von 5, deswegen. Ja, aber sie wechselt dort gleich gegen. Sie wechselt da sofort gegen den, in den, gegen den Rapier dann, ne? Diese schon Angriff 16. Sie hat so oder so 16 Angriffskraft, ne? Dich? Ich meine, ich könnte ihn da einbewegen, ne? Ne, kann ich nicht. Sonst setzt sie ihre Magie ein. Also ich muss jemanden dahin platzieren, der sowohl Magie als auch. Hatten wir die Situation nicht letztes Mal schon? Ich habe so eine Charakter nicht. Ich kann sie da einpacken. Sie hat eine Lanze. Ja. Sie wird bestimmt nicht gedoppelt. Nein. Perfekt. Ich kann vielleicht auch. Also warte, ich mache den ja. Goodness. Geschicklichkeit 13. 16. So, egal was du machst. Was gekonnt hat. So, dürfte. Ich weiß es nicht, Mann. Geh du mal dahin. Dann geh du mal dahin, würde ich sagen. Und jetzt geht ja gleich die Party ab, würde ich sagen. Wenn du jetzt immer noch nicht auf dich loskommst, ne, dann weiß ich nicht. Er erwartet das Spiel, dass ich wieder reingehe oder was? Wie soll ich denn das machen? Ich kann nicht jemanden da reinschicken. Oh, ich habe gerade mein Bündnis hier eingesetzt. Oh. Was erwarten die, was ich hier mache? Ich kann nicht hier reingehen. Eins, zwei. Ja, ich kann niemanden da reinschicken, dann sind wir doch tot. Was erwarten das Spiel, was ich hier mache?
Jetzt kommen sie. Aber ich hasse es, wenn er herausfinden muss, erst wie die KI in Fire Emblem funktioniert, ey. So, jetzt kommt ja. Okay. Ich dachte, er ist aber ein Catcher-Treffer. Den hätten wir überlebt, aber trotzdem. Oh mein Gott. Nee, nee. Anata mo yubiwa motteru no? Motteru nara hayaku dashinasai. Unmei o kaeru wa. Ah, ah. Er sagt irgendwas über das Schicksal oder Zukunft. Hat Lucina dauernd. Ah, ich lebe noch. Mehr hast du nicht drauf. So, jetzt muss ich irgendwie das hier überleben. Okay, warum hat sie einen Schaden? Achso, weil ich gekonnt habe. Na, ich nehme mal sehr stark an, die können nicht rekrutiert werden, ne? Wenn doch, dann muss ich ja doch bald Kapitel machen. Na, ich könnte natürlich wieder hier den machen, ne? So, ich muss jetzt alles da fertig machen. Okay, ich kann auch Echo machen, ne? Ja, kannst du mich kontern? Du hast ein Rapier ausgerüstet. Nein, du kannst mich nicht kontern. Kann nicht erledigen. Das ist eine Stahlachs. Ne? Ich kann nicht erledigen, oder? Was ist eine Resistenz? Ich habe so das Gefühl, du bist ein bisschen schwieriger zu erledigen sein. Machen wir dich fertig. Niemals. Du bist derjenige, der sterben muss. Okay, das war eine Todesanimation, oder? Nee, stand noch. Okay. Vielleicht ist sie rekrutierbar. Und die andere auch. Keine Ahnung. So. Wo ist hier? Ah, nee, ist ja nicht effektiv. Ah. Ja, am wichtigsten sind die beiden zu erledigen, finde ich. Okay. So, er kann. Ups, ist er gar nicht er. Du. Das reicht noch nicht mal. Das gibt's jetzt nicht. Warum schaffst du das nicht, den zu erledigen? Okay, dich kann ich brechen, ne? Ich meine, schaffst du jetzt ein bisschen ein HP nicht? Okay, machen wir dem so. Ja. Oh.
verstehe nicht, was Fire Emblems Faszination mit Charakteren sind, irgendwie, weil nicht weiblich aussehen, aber in Wirklichkeit männlich sind. Das ist nicht das erste Mal. Ich werde sofort nachgucken, die rekrutierbar sind, die beiden. Die drei. Egal. Ja, Spoiler oder so. Nur so weit ist mich da nicht so. Oh, Stahlachs, cool. So, jetzt muss ich halt nur irgendwie schaffen, die jetzt zu erledigen. Die beiden können wir ja ruhig am Leben lassen, würde ich sagen. Kann die überhaupt irgendjemand töten hier? Schicklichkeit von 15. Also, weil ich so, wenn ich den Weg hier blockiere, dann ist halt eigentlich auch machbar sein, ne? Ach, ich glaube, man ist jetzt noch nicht so gegessen, ja. Sie macht 16. Sie kann ja nur ihre Fähigkeit nur einmal einsetzen, ne? Also sobald, ich muss eigentlich nur alles Leute haben, die, ah, verdammt, aber sie müssen halt eigentlich überleben. Ich muss eigentlich nur Charaktere mit Geschicklichkeit von mindestens, weiß nicht, 10 haben und mit mindestens 16 AP. Da sollten eigentlich alle hier überleben. Wenn ich mich nicht irre, ne? Ist nicht auf sie geachtet. Okay, sie auch nicht. Und dann kann sie niemanden doppeln und mehr als 16 AP macht sie sowieso nicht. Und ich muss meine Ritter und so hier aus dem Weg räumen. Also er kann sie bei mich drüber fliegen? Nee. Doch. Da kann eine Menge schief gehen. Vielleicht habe ich dann noch hier alle zu erlegen, bevor es so weit kommt. Ich kann aber versuchen. Oh mein Gott. Ein HP, das gibt's nicht. Warte. Haha. Mein Hauptcharakter ist da. Das dann. Nee, vielleicht habe ich dann noch. So, jetzt müssen wir bei diesen, jetzt müssen wir bei hier gewinnen. Dass ich jeden einzelnen Bonus noch rausholen, den ich zur Verfügung habe. Marv habe ich auch noch, Mikaya habe ich noch. Sie viel Resistenz, ja. Ja. Oh ja, sie macht. Ich glaube nicht, dass das was wird. Aber wir können es auch versuchen. So, bitte brechen. Okay. Nee, ich glaube, ich hätte was wird. Da Butcher an. Und wie du mit dem Dings aussiehst. Okay, ich wollte sehen. Oh, Sternlord Blitz.
Okay. Okay, er schafft es, ihre erste AP-Leiste abzuballern. Dann kommen wir her. Ich kann auch ein Schwert benutzen. Sehr cool. Das müssen wir noch mal 34 AP abziehen. Das wird, glaube ich, nicht schaffen. Obwohl, er macht eine Menge Schaden, sehe ich gerade. Das mit dem Stahlbogen, ne? Okay, Anna, Täubchen, machst du genug Schaden gegen sie? So. Ich soll zweimal treffen, oder? Sag. Ja, gut. So, Anna. Ich glaube nicht, dass sie mit ganz genug Schaden macht. Außerdem habe ich mich, glaube ich, hier gerade. Okay. Das wird noch nicht mal reichen. Sie kann sie so fertig machen. Wenn ich treffen will. Also mal. No. Ich kann auch großes Opfer benutzen, ne? Sie dürfte eigentlich niemanden erledigen können. Okay. Oh nein, das wird nichts. Okay. Anna, bitte treff. Treff! Yes. Vektor-Sieg. Alles klar, Minato Aqua. Wenn du sagst. Ich nehme aber Meistersiegel. 100 Geld. Ach, das war ihre Fähigkeit, ne? Warte mal, wer hat mein Portemonnaie geklaut? Und Etty ist MVP. Da hat gar keinen Einfluss hier drauf, ne? Auf irgendwas, glaube ich. Egal. Ja, ich speichere mal hier und wir machen mal kurz weiter. Gucken, wie es hier weitergeht. Cool. Finde ich gut. Hat irgendwie funktioniert. Okay, das war ein bisschen heftig am Ende, aber wir haben es geschafft. Mann, da ist übrigens auch hier. リトスから奪われた指輪がすべて、イルシオン側には今少なくとも5つの指輪があるということです。5つ？はい。あの時、リトスより持ち去られた指輪。あ、ロビン。サキュア・オルテンシア王女が持っていた聖王女の指輪でございます。リングスワイズンロード。 Könnte vielleicht Robin sein aus Awakening, der Ring der Azurblauen Zwillinge. Da müssten dann Erika und Ephraim sein aus Fire Emblem 8, der Ring des Magisters, der Ring des der Erhabenen Magisters. Das könnte auch Robin sein, aber ist dann der Weise Lord. Entweder Fire Emblem 5 oder 6, also Roy. Relief. Keine Ahnung. Werden wir ja sehen.
Also ich werde wahrscheinlich nicht nach dem Part nachgucken, ob die drei rekrutierbar sind. Ich werde mir wahrscheinlich irgendwie eine Zusammenfassung von den, von diesem Kapitel hier anschauen. Im Normalfall wird dann immer so erwähnt, so keine Bange, diese Charaktere könnt ihr noch nicht oder könnt ihr überhaupt nicht rekrutieren. Und das ist dann alles, was ich wissen muss. Ich muss nicht wissen, wann die rekrutierbar sind oder ob die rekrutierbar sind. Ich muss nur einfach über die Informationen stolpern. Apropos, diese Charaktere könnt ihr nicht rekrutieren. Aber so viel will ich mich ja auch nicht spoilern, ne? Was wollte ich gucken? Ja, wir haben wieder neue Charaktere. So, ich liebe ihr Design. Ihr Design sieht, ihr Design erinnert mich auch an irgendjemanden. Pinke Haare, rote Rüstung, der erinnert mich auch an irgendjemanden. Ich weiß nicht. Ja, ich brauche es voll, dass ich sie nicht mitgenommen. Sie hat, weil sie hat auch einen Stern. Ist sie irgendwie verwandt mit mit der Göre von vorhin? Oder ist halt irgendwie ein Zeichen einer Prinzessin oder ein Zeichen, dass sie von dieser Region ist oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Ne, ich habe falsch. Egal. So, drei neue Charaktere, cool. Ich weiß nicht, ob ich die benutzen werde sofort, weil die sind schon alle Level 10. Und einige Charaktere sind noch nicht hochgelevelt. Gott, vielleicht muss ich ja echt hier random Encounters machen, um mich hochzuleveln. Aber wir haben es ja noch geschafft, ne? Sie ist so winzig. Ich weiß, ich sag das jedes Mal. Wer hat heute so richtig abgehobt? Lady Anna, na klar, zwei Siege zum Preis von einem. Sie haben uns Geld eingebracht, das fand ich gut. Meiner. Ein Adler. Den, dann ich weiß, wie man es aufzieht. Sie ist den Abschnitt spenden auf der Pinot von Café, um mehr zu fahren. Nein! Aber ich habe da vorhin Kapitel geschaut. So, alles kann ich aufnehmen. Ging aus, aber verrate das nicht. Ja, wusste ich doch. Wusste ich doch. Das war bestimmt eine Verwandte von ihr oder so. Man hat nicht einfach so ein komisches Tattoo, wo irgendwie das hat eine Bedeutung hat oder so, ne? Ah, ich hätte sie gern mitgenommen. Ja. So. Warum kann ich? Nehmen wir an, weil ich in diesem Gebiet neu bin, ne? Also muss ich erstmal in diesem Gebiet hier was reinspenden. Also eine blöde Taube, die kann ich mitnehmen, ist klar. Ich will den Adler haben. Ich was stellen, die Eisbild bekämpft, alles klar. Wenn das für deinen Schadensoutput sorgt, dann ja, meinetwegen. Es tut mir leid, dass ich so ungebührlich war. Ungebührlich, doch, ja. Ich hoffe, ihr werdet Prinz Alchrist unterstützen. Und mich. Ich bin froh, dass wir die Armee von Illusia zum Rückzug zwingen konnten. Aber ich habe Angst um das Schloss. Es ist mir ein Zuhause. Ach, ich kann einfach nicht untätig herumstehen. Ich muss sicher gehen, dass Vater und Diamant in sich. Diamant? Wer ist denn das? Oh, die habe ich schon geredet, ne? Der auch schon geredet, ja, ne? Nein.
Nun Hellfeld. Heile mich. So, haben wir mit. Nein. Ich denke immer schon, ich bin schon, kann mich schon bewegen. Oh, er verzeiht mir. So, ich kann die Tiere nicht aufnehmen. Na gut. Dann. Ja, weiter, ja. Aufbrechen. Gehen wir jetzt mal zur Weltkarte. So gucken, wo es das nächste hingeht. Ob da eine Nebenquest ist oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und hey. Bin ich der Bruder? Ich weiß es nicht. So, ab nach Brodia. Neue Zufallskämpfe. Schloss Brodia. Hoffentlich wird das nicht so krass wie das letzte Schloss-Level. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was für Level die Gegner waren. Das Level war jetzt Level 8, ne? Okay. Ja, das zählt als Brodia. Da kann ich doch noch nichts machen, Mann. Okay, da. Banditenversteck. Goldener Verzerrter. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich nehme an, da kriege ich Geld oder Erfahrungspunkte, mehr Erfahrungspunkte. Keine Ahnung. Okay, dann machen wir wieder hier das Notwendigste erstmal. Kann man schon ein bisschen ja abgassieren. Leute, alle nicht so putzig. So, das ist immer so schön, die Charaktere zum ersten Mal in ihren Casual Outfits hier zu sehen. Das ist also der Somnia. Gibt es hier oben auch Kartoffelfelder? Ich meine, wir sollen schnell zum Schloss Brodia aufbrechen. So, ich gehe jetzt nur mit den grünen Sprechblasen. Alter, dieser Drip, so wie ich das, so wie ich sollte das Somnia erst gar nicht betreten dürfen. Sowas wie ich. Okay. Ich hoffe, dass Vater und Diamant gut geht. Wer ist denn Diamant? Olesias Kronprinzessin wird bald angreifen. Weitet euch vor. Ja, geht doch nicht immer weg, Mann. Da werden wir nach Schloss Brodia aufbrechen. Ich sehe gerade, da gibt es Sonnenbrille. Man kann ich mir die nicht holen. Ich hätte gerne Sonnenbrille. Da gibt es jemand Neues. Boutique, neue Ware. Wo? Boutique. Hi. Ich habe neue Waren. Zeig. Caroline. Kamezinia Höhlenlinie. Kamezin. Langsam sehen die Klamotten gut aus. Es war ein bisschen mehr sowieso NPC-Klamotten. Wir sind auch nur hier von dem Somniel, aber sieht genau gleich aus. Dings. Ah, cool. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, wenn ich mir so ein Ding hole, ja. Dann für alle Charaktere oder für einen Charakter? Ich nehme an, dann für alle, ne?
So, dann tun wir das alles schon mal erledigen, was ich sowieso on screen machen würde. Wir können uns mal Unterstützungsgespräche anschauen. Ja, ich wollte schon sagen, falls wir welche haben, aber ja. Irgendwer wird schon immer irgendwie was haben. Ich trinke mal einen Schluck. ジャンの故郷の茶畑で取れる茶葉は私の大の気に入りなの。一口飲むだけでいつも私を幸せにしてくれる。だからお礼を言わなくてはと思って。そういうことでしたか。こちらこそありがとうございます。セリーヌ王女がそんなに気に入ってくださってるなんて、お母さんに伝えたら絶対に喜ぶわ。ジャンのお母様か。母は故郷の島にある 茶葉を加工する工房で働いてるんです。多分セリーヌ王女の元にも母が加工した茶葉が届いてると思いますよ。そうだったのね。ならぜひお礼を伝えておいてくれるかしら。はい、王女様に褒めてもらえるなんてお母さんの一生の自慢になるわ。じゃん、よかったら今度お茶会をしない？せっかくお母様の話が出たから、じゃんの故郷の茶葉を用意するわ。え、 Angeblich tun die Dorfbewohner alle in einem bestimmten Dialekt reden. Kann sein Dialekt oder so, was mir nichts sagt. Habe ich schon mal irgendwo gehört, aber keine Ahnung, ist jetzt nicht so, wo ich dann so denken, aha. Eindeutig. Nee, keine Ahnung. So, wer hat denn hier noch grüne Sprechblasen? Ich habe übrigens herausgefunden, das ist mir selber sogar aufgefallen, mein Hunde hier, jetzt ist Mikaya hier. Letztens habe ich die gesucht, irgendwie, die ist gar nicht hier rumgelaufen im Somniel. Das ist wie so ein Weihnachtsmann-Klamotte. Mir ist aufgefallen, Hunde hinterlassen Stahlbahnen. Also je nachdem, was für Tiere man hier platziert, kriegt man andere Sachen. Hunde geben zum Beispiel so Eisenbahnen, Stahlbahnen und all sowas, ne? Hühner geben Eier und all sowas. Deswegen habe ich da meistens nur Hunde platziert, weil ich hätte gerne Waffen-Upgrades und so. Stahlbahnen und was weiß ich nicht. So, noch jemand, mit dem ich hier reden kann? Gehen wir noch alles hier schnell durch. Bestellen können wir eigentlich auch schon mal. Arena sowieso. Zitrin, genau. Schauen wir noch nicht. Hier, was? Oh. Oh, da oben. Da, mein Gott. Sag ich, sehe sie auf der Karte. Danke für coole Klamotten. Danke für die Einladung an diesem prächtigen Ort. Ich fühle mich geehrt. Findet hier auch formell Tänzbälle statt? Ja, ne? Ist sie nicht irgendwie eine Adlige? Mit dem most casual clothes überhaupt. So, können wir ja noch in der Arena und ein bisschen uns kloppen. In einem Café, was essen, trinken. Da war schon alles im nächsten Part erledigt, ne? Kann schon direkt ins nächste Kapitel reingehen. So, koch du mal was für uns. Alfreds Ration entsorgt. Oh. Ach, ich muss die benutzen, sonst wird die irgendwie entsorgt. Alles klar. So, meine neuesten Teammitglieder, ja. Lapis und ich überlege gerade, wen ich hier. Also sie werde ich auf jeden Fall benutzen, weil sie ist eine Schwertkämpferin. Und neben meinem Hauptcharakter habe ich keinen anderen. Magier habe ich eigentlich schon eine Menge Powerhäuser. Ich würde sagen eher, ne? Ich meine, Schützen habe ich auch schon, aber er ist irgendwie, seine Klasse ist irgendwie nicht Schütze, seine Klasse ist Lord aus irgendeinem Grund. So. So, mir gefällt die Geschicklichkeit plus 2. Verteidigung, Resistenz ist eigentlich auch nicht schlecht. Machen wir wieder Kartoffelfischauflauf. So, den seltenen Fisch habe ich letztens gefunden von. Oh. Kann ich gar nicht machen. Nein. Ah,
Dann machen wir was anderes. Und zwar, ich will auf jeden Fall Geschicklichkeit. Ich meckere. Irgendwas, was ihr beiden mögt. Sieht nicht gut aus mit Geschicklichkeit. Ist ein bisschen zu wenig. Hat der Pizza Crap. Pizza Crap. Alles außer Magie. Eigentlich auch nicht schlecht. So, den seltenen Fisch habe ich ja gerade gefunden. Von daher machen wir mal. Ich weiß nicht, was das bringt. Den da hinzuzufügen. Dann werden wir ja sehen. Ich liebe dieses Aroma, davon wird ein ganz wollig. So wie bei hausgemachten Essen. Ist mehr oder weniger hausgemacht. Köstlich, unglaublich köstlich. Es wäre ein Leben bloß ohne Köche. Man sollte sich stets in Ehren halten. Bäh. So, was hat mir jetzt gemacht, den Fisch da einzupacken? Gar nichts. Cool. So, wie dazu. So, dann gehen wir noch kurz in die Arena. Machen wir dann auch noch schnell. Boom. Dann sammle ich alles ein. Tu irgendwie Ausrüstung und so vorbereiten und upgraden und was weiß ich nicht alles. Dann können wir eigentlich, wenn der nächste Part beginnt, schon direkt reingehen in die Action. So, jetzt ist John immer noch auf Level 7. Er hat irgendwie voll schnell aufgeholt. Na gut. Machen wir mal John. Ich krieg sowieso jetzt von allen auf die Fresse. Obwohl. Oh nein. Oh nein, wir verlieren. Ja, okay. Okay, okay. Cool. Was werde ich eigentlich machen können? Ich könnte ihnen ja eigentlich mal so einen Ring geben. Ja, da vielleicht bessere Chancen zu gewinnen, ne? Kriegt da glaube ich auch Punkte, ne? Ich habe gerade gesehen irgendwie Stärke, Geschicklichkeit, also diese Sachen, die hätte ich eigentlich schon früher hätte bemerken können. Na komm, hast du ein mehr Schaden, ein bisschen mehr Fähigkeiten, Geschicklichkeit. Oh Gott, du bist sowas von tot. Also er haut ein paar Mal daneben. Nein. Nee, er hat gar keine F4 bekommen. Okay, neues Gespräch verfügbar. Cool. Boom, C hat man noch gar nicht. Was machst du da? Muss auch noch wachsen, kleiner. Ich verstehe gar nicht, warum die alle irgendwie gleich bei Fram und Clan auch bemerkt, die haben irgendwie so an ihren Hüften haben die irgendwie so ein Glas, nicht ein Glas, Fiole oder wie auch immer man nennt, wo ich nehme an sind Kräuter drinne. Verstehe irgendwie nicht den Sinn davon, die haben noch Magie, nicht so als würden die mich mit Kräuter abwerfen oder so. Okay, das ging schnell. Oh, ich liebe es, dass diese Supports so schnell gehen. So.
Ich überlege gerade, gegen wen könnte er denn kämpfen, ohne zu verrecken? Gegen Klamm vielleicht. Er hat eine Menge Resistenz. Oh, er ist schneller. Ja, aber sie macht ihn mit einem Schlag. Fertig. Auch sie auch daneben. Nein. Cool. Na gut. So, dann habe ich noch gar nicht diese Bandenunterstützungs Gespräche nachgeschaut. Die habe ich offscreen nachgeschaut hier mit Chloe und Sigurd und ach, da muss ich ja nachgucken. Aber die haben jetzt nichts so Besonderes gesagt. So, ja, trotzdem noch mal. Wie komme ich in mein Zimmer? Mal die noch mal nachgucken. Die haben jetzt nichts Besonderes gesagt. So, ich kann mich immer auf dich verlassen oder so. Aber kann ich ja trotzdem mal zeigen. Sind da nur ein paar Sekunden. Als ich hier mal die trainiert habe mit Sigurd. Und zwar hier einmal Louis und Sigurd. Immer nur einen Satz hin und her. Kimi wa ooku no mono kara shitawarete iru no da na. Sono yasashisa wo watashi mo minarawaneba to omou. Boku wa tada hito no sewa ga suki na dake desu yo. Hito to hito to no fureai wo mite iru no ga shiyawase nan desu. Ja, ist halt nichts Besonderes, ne, aber ich kann mal gucken, sind da genau die gleichen Sachen. Das sind so typische Supports, die auch in Radiant Dawn waren. So, die Supports in Radiant Dawn waren halt in der Schlacht. Da macht es ein bisschen Sinn, dass die kürzer sind, ne? Jeder sagt so einen Satz hin und her. Die haben nicht irgendwie, da gab es auch so eine Art Basis in Radiant Dawn, aber da waren, da hatte nicht jeder Charakter irgendwie einen Support. Da gab es halt so ein paar Cutscenes mehr oder weniger. Sigurdo. Sigurd ist, glaube ich, irgendwie. Boah, wie ist halt noch mal die Nebelin-Saga oder so heißt das, glaube ich, hier mit Siegfried, den Drachentöter. Sigurd ist irgendwie, weiß ich nicht, so ein abgeweichter Name oder so, ne? Oder in einigen anderen Ländern wird Siegfried als Sigurd irgendwie bekannt oder irgendwie so war das, ne? Also nichts Fire Emblem Verwandtes, aber ich meine allgemein so, da war da irgendwie was, ne? Sind eigentlich alle Charaktere immer hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ich glaube ja, 15, also ohne mich 15, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cool. Das heißt, nach und nach kommen hier immer mehr Charaktere. Ich finde das cool. So, haben wir alles erledigt, ne? Ich glaube, wir haben alles erledigt, ne? Mein Dackel hier tue ich offscreen füttern. Kniebeugen oder was auch immer ich machen muss, werde ich auch offscreen machen. Waffen upgraden und so machen wir auch alles offscreen. Sachen einsammeln mache ich offscreen und dann, ja, sind wir eigentlich schon. Ich lasse mich im nächsten Part wieder von jemandem wecken. Ich glaube, da wird hier so ein Standard, ne, dass ich mich am Anfang des Parts von jemandem wecken lasse. Da habe ich nur nicht vergessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, jetzt sind nicht alle. Dann glaube ich alle Charaktere, die ich letztens benutzt habe, ne? Na gut. Dann können wir im nächsten Part eigentlich schon relativ früh starten, ne? Mit der Action. Cool. Würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Kapitel Nummer 8. Habe ich schon gesehen, wie das heißt. Vorkampf, ja. Muss man hier speichern. Ich habe noch nicht gesehen. Reich der Krieger. Okay, Kapitel 8. Gut.
Mir macht das Spiel immer noch Spaß. Zwillinge sind schon wieder am Planschen. Oh, ich sehe gerade da unten am Boden ist so ein Siegel. Na gut, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Und ja, ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Hier ist mein Hund. Und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.